Wusa. Wusa. Ein herzliches Moin, meine lieben Freunde da draußen. Mal eine kurze Real-Life-Story aus dem Leben eines Vaters. Ja, wir haben Sonntagabend, gleich 22 Uhr, und ich bin auf dem Ratzeburger Markt. Richtig, ich wohne eigentlich ja in Norderstedt. Das sind exakt von Haustür zu Haustür 74 Kilometer. Fine war das Wochenende bei uns und ist heute wieder nach Hause gefahren. Also, kurz für euch zur Info, das ist unfassbar. Ich sag ja, Real Life Story aus dem Leben eines Vaters. Wir fahren heute los mit Fine und kurz vor Ratzeburg fällt Fina auf, oh mein Gott, oh nein. Und dann, was ist denn nun los, Kind, im Auto und mit Tränen und Heul und oh und Weltuntergang. Was ist los? Ihre I-Decke, sie hat eine Kuscheldecke, die nennt sie I-Decke. Die hat sie, seitdem sie auf der Welt ist, irgendwie gefühlt. Und die schleppt sie überall mit hin, hat sie bei uns zu Hause vergessen. Also während der Fahrt, Fina, was hältst du davon? Ich pack das morgen in die Post, dann ist das übermorgen da. Nein, nein, oh, und mit Tränen und Heul und Weltuntergang und ich brauche die heute, die I-Decke, ich brauche sie so unbedingt und so. Okay, alles klar. Nun waren wir kurz vor Ratzeburg, haben wir gesagt, das macht keinen Sinn, jetzt umzudrehen, das Ding zu holen. Wir bringen jetzt erstmal das Kind hier nach Ratzeburg, eine Tour, 74 Kilometer. Dann fahren wir mit dem Auto wieder zurück. Jessica und Samantha sind mitgekommen, wir sind zu viert gefahren. Fahren wir wieder zurück nach Norderstedt und habe ich gesagt, dann schwinge ich mich auf Ingel, ne? Oder wie Fien immer sagt, Ingel. Und bring die I-Decke nach Ratzeburg. Ist ja kein Problem. Deine Tochter möchte das ja. Für dein Kind tust du schlussendlich ja alles, ne? Schließlich. Das ist ja so. Gesagt, getan. Wir hierher. Kind abgegeben. Wieder zurück. Ein Riesentrara. Heul, heul, Tränchen und so fließen, ne? Oh, I-Decke vergessen bei Papa. Okay, gut. Wir wieder anderthalb Stunden zurückgefahren. Wohl bemerkt, ne? Eine Tour sind so bummelig anderthalb Stunden. So, das heißt anderthalb Stunden hierher, anderthalb Stunden wieder zurück. Mit dem Auto. Die I-Decke lag natürlich dann bei uns. I-Decke genommen, hinten bei Inge rein. Im Kofferraum. Also hier. Hier unter, unterm Sozius-Sitz. Damit sie ja nicht irgendwie wegfliegt oder so. Ich fahre hierher. Leute, das ist unfassbar. Eben gerade. Kind ist natürlich noch wach, weil I-Decke ist ja nicht da. Ich komme da an. Ja. Strapazen ohne Hände. Ich bin völlig im Arsch. Knie tut weh, alles. Ding dong. Tür geht auf. Oh, I-Decke. Fine nimmt die I-Decke, riecht dran. Ich sag, das riecht nach Inge. Schmeiß das der Mutter vor die Füße. Mama, wasch mal I-Decke. Die stinkt. Die will ich so nicht. Kennt dein Ernst? Ein Riesenalarm vorhin. Die I-Decke muss heute unbedingt noch nach Ratzeburg. Heute unbedingt. Sonst kann das Kind natürlich nicht schlafen. I-Decke ist jetzt in der Waschmaschine und wird wohl höchstwahrscheinlich vor morgen Abend sowieso nicht im Bett von Fine sein. Wusa. Aber wir wollen festhalten, ich liebe meine Tochter über alles. Ich liebe sie wirklich über alles. Ohne Flachs. Und ich freue mich tierisch, jetzt im Dunkeln wieder nach Norderstedt zu fahren. Wenn ihr es sehen könntet, meine ganze Jacke ist schon voll mit Insekten. Und das Geile ist natürlich, ich Honk, ich Idiot, fahre natürlich auch mit dem Helm, der ein getöntes Visier hat. Das heißt, im Dunkeln darf ich das gar nicht unten haben. Also werde ich höchstwahrscheinlich nachher aussehen, wie bunt bemalt, weil ich überall die ganzen Viecher irgendwie im Gesicht habe. Wenn ich lächle, habe ich überall schwarze Punkte von den ganzen Fliegen. Aber, wie schon gesagt, ich liebe meine Tochter über alles. Sie hat ihre I-Decke wieder. Das ist das, worum es geht, worauf es ankommt. Und ich fahre jetzt wieder nach Norderstedt. In diesem Sinne, einen schönen Sonntagabend euch gewünscht. Ich bin dann mal in anderthalb Stunden in Norderstedt. Ach, ich liebe mein Kind. Wusa. Haut rein. Schönen Abend.